waiting for my night to come. I'm waiting for my soul to fly. I'm waiting for my night to come. Ja, hallo, ich bin's. Ich wollte mal schauen, wie es dir geht. Ja! Für dich ein Traugruß, wie du gehörst, und bis bald. Ja. Ciao! Days Done ist ein Film, zeigt ein Leben, das am Fenster vorüberzieht. Und der Film entstand eigentlich sehr organisch in den letzten 15 Jahren aus meinem Fenster, in meinem Atelier vor dem Zürcher Güterbahnhof. Am Anfang hatte ich einfach Lust, diese Stadtlandschaft zu filmen mit den verschiedenen Wetterstimmungen. Und hatte mit Restmaterialien aus anderen Filmen immer wieder Aufnahmen gemacht. Gleichzeitig oder noch früher habe ich begonnen, meine Telefonbeantworter-Nachrichten aufzubewahren. Am Anfang so einfach, weil ich nicht wusste mit diesen Kassetten wohin. Und das waren so normale Musikkassetten. Und die habe ich einfach behalten. Und dann nach so 2, 3 Jahren habe ich gemerkt, ja, es sammelt sich da etwas an. Und dann habe ich weiter gesammelt. Und nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, dass das interessant wäre, dies zu kombinieren, die Bilder aus dem Fenster und diese Geschichten. Und vor etwa 2 Jahren habe ich dann richtig ein Projekt daraus gemacht. Das heißt, ich habe Geld, Förderung beantragt, ich habe geschrieben, ich habe mir Überlegungen gemacht, wie einen Film daraus, aus diesem Material zu schneiden, das heißt ein Konzept, mit, dass es eben zu einem Leben wird, dass es eine, in dem Sinne ist es von grundsätzlich ein fiktiver Film aus meinem Verständnis, weil ja nur die Nachrichten aufgezeichnet wurden, wo ich nicht zu Hause war, das ist ein sehr begrenzter Ausschnitt eigentlich aus meinem Leben. Aber dennoch ist es alles authentisches Material, das ich da diesem Tee und diesem Film zur Verfügung gestellt habe. Ain't no use in trying, I won't make it alone. Seit den 6 Leuten ich dir an im Abzett, ist jetzt gerade der Vorgrenz, alles Rendezvous. I'm waiting for my train to come. I'm waiting for my plane to fly. Und ich weiß gar nicht, wenn ich die Abends auf der Beantwort quasi irgendwie so Leute, dass sie es dann ablösen und überhaupt. Ich würde mich freuen, wenn ich ein bisschen die Blöde lege. Tschüss. Es ging ja darum, was ist dieser Tee für ein Mensch? Ja, es ist ein Künstler, das geht mit mir gleich. Es ist aber auch ein junger Vater. Es ist einer, der seinen eigenen Vater verliert. Es ist eine junge Familie, die auseinanderbricht in dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt. Also es sind alles eigentlich Geschichten, die wir alle kennen, universelle Geschichten. Und auf diese universellen Geschichten, der Tod des Vaters, das Kind, das auf die Welt kommt, die Familie, die auseinanderbricht, die Liebesgeschichten, der Sohn, der aufwächst, der Turm, der parallel mit dem Sohn wächst. Das war dann quasi unser dramaturgischer Bogen, wo wir das Material danach ausgerichtet haben. Die Musik war für mich eher so eine subjektive ein zusätzlicher Ausdruck von T selber. Ja? Das war so seine Tonspur, die auch zum Teil meine Tonspur ist, die ich wie seine Antworten auf die ganzen Anrufe, die ihn ständig da bestürmen in seinem Atelier. Ich weiß halt auch nicht, wo du steckst, aber wenn... Ja, ich kann irgendwie auch nicht mehr sagen im Moment. Tschüss. I hear my train a-coming now. See my plane a-flying now. I hear my train a-coming, coming now. Hi Thomas, it's Cinzia talking. I would like to say that you win the 3rd prize of the festival. Ich habe überhaupt nicht jetzt nach einem Genre irgendwie mich orientiert, oder obwohl es Referenzen gibt. Also ich habe natürlich schon in der Vorbereitung verschiedene Referenzen untersucht, und also es gibt
es gibt auch große Literatur, wie zum Beispiel «À la recherche du temps perdu» von Proust, die, oder es gibt die Saint-Victoire von Cézanne, also Cézanne, der immer den gleichen Berg malt und so. Und das sind alles natürlich Kunstwerke, die mich inspiriert haben, die ich irgendwie auf das hin untersucht habe. Und von dem her habe ich mich schon orientiert. Ja, es gibt auch einen russischen Dokumentarfilm Tische, der vor ein paar Jahren auch aus seinem Fenster gefilmt hat, wo ständig die Straße aufgerissen ist. Also ich, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt das erste Mal die Idee, dass ein Künstler sein Umfeld untersucht. Es gibt eine berühmte Installation von Bruce Naumann in seinem Atelier. Also es ist ganz naheliegend, dass man als Künstler, vielleicht ist es im Film ein bisschen anders, weil Filmemacher nicht immer so künstlerisch funktionieren oder dass jetzt bei diesem Film habe ich mir das erlaubt, quasi ja, meine unmittelbare Umgebung zum Thema eines Films zu machen. Aber ich habe mir das eigentlich nie lange strategisch so vorgenommen, sondern es war ein Bedürfnis, das organisch sich zu einem Film hinentwickelt hat. Ich wünsche dir alles Gute für dein Wochenende. Ich hoffe, dass ich dich lebendig wieder sehe. Ciao.